Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club. Seit gestern gibt es eine Kampfansage von Microsoft, denn es gab die Office-Versionen von Microsoft, also Word, Excel und PowerPoint, für das iPad schon seit längerer Zeit kostenlos, aber man konnte damit Programme nur oder Dokumente nur öffnen und sich anschauen, aber eben nicht verändern und abspeichern. Wer das machen wollte, musste 10 Euro monatlich als Gebühr bei Microsoft bezahlen und das entfällt jetzt. Seit gestern verteilt Microsoft diese Version absolut kostenlos. Man muss nur ein Benutzerkonto bei Microsoft anmelden, das geht auch kostenlos und dann kann man loslegen und dann kann man tatsächlich Word-Dokumente auf dem iPad bearbeiten und auch speichern. Und wir schauen uns mal das Word an, hier ist es und wir haben hier Formatvorlagen, nicht ganz so hübsch wie bei Pages, aber es sind nun mal einige da. Ich öffne mal eine und dann seht ihr, habt ihr hier ein vollwertiges Word, genauso umfangreich, wie man es auch von Microsoft kennt, mit vielen schönen Menüs. Ja, also da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Und wenn man dann hier zum Beispiel solche Bildfunktionen anwählt, ich mache das hier mal, ich wähle ein Bild an, gehe oben auf den Menüpunkt Bild, dann kann man hier auch so Formatvorlagen auswählen, also beispielsweise solche Schatteneffekte. Aber, und jetzt kommt es, wenn man hier die Schatten manipulieren will, dann wird man darauf hingewiesen, dass man dafür bezahlen muss. Und wie gesagt, dann muss man eben zahlendes Mitglied werden. Ich finde aber, das ist nicht notwendig, dann lässt man den Schatten halt weg. Die Funktionen, die wichtig sind, also Texte schreiben und die Formatierungen, die sind in der Standardversion eben kostenlos enthalten. Und das reicht dann wohl aus, um eben hier ja, Briefe oder andere Dokumente zu bearbeiten und auch zu erstellen. Und wer das dann wirklich beruflich für Layout-Geschichten braucht, der wird wahrscheinlich auch die 10 Euro im Monat bezahlen. Wie gesagt, eine Monatsgebühr, aber dafür bekommt ihr dann eben auch das Office-Paket kostenlos für den Mac. Also kann man sich dann überlegen. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache, denn das Word-System, das ganze Office-Paket, das hat Microsoft schon an 40 Millionen iPad-Benutzer verteilt und es gibt über 600 Millionen iPad-Benutzer. Und ich denke mal, jetzt, wo die Version absolut kostenlos erhältlich ist, wird sich dieses Office-Paket auf dem iPad noch schneller verbreiten. Ja, und das ist genau die Absicht, die auch Microsoft hat. Die wollen einfach Marktanteile zurückgewinnen, denn seit Apple ja Pages und Excel, Keynote und Numbers kostenlos verteilt, hat Microsoft eben ein Problem, denn die verlangen ja bislang immer noch Geld für die ganzen Programme. Alles das gibt es ja bei Apple inklusive des Betriebssystems umsonst und da ziehen die jetzt nach, um einfach ja nicht nachher keine Benutzer mehr zu haben. Also von daher ein strategischer Schachzug. Wir sind gespannt, was andere Anbieter denn jetzt machen. Aber im Moment ist eben Microsoft da alleine. Und wir können jetzt hier sehen, ihr könnt das auch abspeichern in diesem OneDrive. Das ist eben so eine Art iCloud von Microsoft oder auf dem iPad. Und dann könnt ihr die Dokumente hier weiter bearbeiten. Ja, das soll es gewesen sein und weiterhin viel Spaß.